Willkommen wieder zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja Schätze gesucht und das werden wir auch hier wieder machen. Und zwar haben wir hier noch ein paar und ich würde mal sagen, fangen wir ja bei einer von den beiden an. Einer von den beiden, ich weiß jetzt nicht, wer näher ist. Ja, in dieser Session ist das Ziel, die ganzen Schätze zu sammeln und nachher den Rest dann zu machen. Also den Quests nachzugehen, die ich wieder in der normalen Welt habe. Ivaldis eiserne Regel Nummer 3. Das Schmieden ist keine Aufgabe, es ist eine Berufung. Es ist kein Schaffen, es ist ein Binden. Man kann nicht einfach nur etwas formen, man muss etwas von sich selbst hineingeben. Blut, Schweiß, Speichel, egal. Doch das Mischen ist so bedeutsam wie das, was gemischt wird. So, wo sind wir denn hier? So, da ist irgendwo einer. Wo ist der denn? Hier. Brief von Ivaldis Sohn. Vater, deine Hinweise waren mir bei unserer Arbeit eine große Hilfe. Frosty hat große Fortschritte in der Runenkunde sowie bei Bindungszaubern größerer Stärke und Haltbarkeit gemacht. Hinterlasse mir mehr deines Wissens, verstreut und vor neidischen Augen versteckt. Mögen es seinen Weg in fähige Hände finden. Verzweifle nicht, verliere nicht den Glauben an das große Werk. Du bist der Heimat fern, doch unseren Herzen nah. Alf. Hat der nicht abends auf sieben Katzen gefressen? So, wir müssen wieder irgendwie nach oben. So, sorry, musste kurz was sein. So, jetzt nehmen wir den anderen Schatz dort. Oder Moment, wir sind jetzt unten. Ich denke, das ist sinnvoller. Der andere ist wieder oben. Und wenn wir schon unten sind, glaube ich, ist es besser, wir nehmen uns die unteren Schätze vor. Das sind zwei Stück und danach können wir wieder nach oben gehen. Also nach unten will der irgendwie nicht. Also wenn der jetzt hier nicht nach unten geht, dann gehe ich. Na,
Also, wer sagt's denn? Wo sind wir hier eigentlich? Unten haben wir jetzt noch einen, und zwar der hinten in der Ecke. Hallo, Freunde. Kleines Kätzchen. Okay, da haben wir das Ding. Eine Explosion brauchen wir. Und wo haben wir hier die Fässer? Leider haben wir keine Pfeile, die explodieren. Das wäre richtig cool. Oder Moment, stehen die irgendwo oben oder hier irgendwo? Da steht auch nichts. Wo wurden die Dinger versteckt? Hier war die Arena. Hier stehen auch keine. Hier steht noch Pfeile. Hallo Katze. Oh, du bist ja lieb. Die nehme ich gleich mit. So, hier bei der Hütte, da muss auch was sein, oder? Ernsthaft? Die haben auch nichts. Gibt's denn hier bitte explosive Fässer? Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Oder habe ich echt keinen Skill, der irgendwie Pfeile explodieren kann? Ich probier's mal. Das ist Gift. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ich werde es einfach mal machen. Kann ja nur schief gehen. Ist das euer Ernst, Leute? Ich probiere es trotzdem aus. Moment. Oh. Das macht die Sache viel, viel leichter.
Das macht die Sache richtig leicht. Okay, Voraussetzung, man hat, ja, die Punkte. Sorry, Kätzchen. Scheiße, das geht. Okay. Sowas mache ich nicht im richtigen Leben. So. Also, wo muss ich hin? Da. Meter nach unten. Wo gibt's denn hier einen Eingang? Zeig es mir. Da war's nicht, oder? Muss ja fast irgendwo hier sein. Das kann ja nicht irgendwie am anderen Ende der Welt sein. Nein! Da geht's noch weiter. Das habe ich ja nicht gesehen. Ja gut, okay. Wären wir hier reingegangen, hätten wir es auch gefunden. Also, Brief von Ivaldis Sohn. Vater, verliere nicht den Mut. Derweil du für einen undankbaren Herren schuftest, geht das große Werk voran. Wir haben in größere Tiefen gegraben, als selbst Yggdrasils Schlangen je erreicht haben. Und wir hören noch lange nicht auf. Unser Volk wird im Schluss des Berges sicher sein, wenn der rußrote Hahn singt. Erdulde dein Los, wie du es sicher wirst. Es ist nur ein Kräusel im ewig fließenden Fluss der Zeit, Alf. Okay, hier oben haben wir jetzt alle gemacht. Jetzt haben wir nur noch da unten so ein kleines Pinöppel. Das ist ein Rätsel. Wo geht's hin? Da hinten hin, okay. Also ich denke, das Schwerste oder das Meiste wird der nächste Kontinent. Da sind nämlich noch richtig viele Sachen offen. Da hatte ich gar keine Zeit, was zu machen, weil da nur eine Quest war. Spottstreit, da bin ich dabei. Da steht niemand. Das ist so geil. Das muss ich nehmen. Okay, bevor wir das machen, lerne ich meine Fähigkeiten.
So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hallo, du unsichtbare Person. Gilbert, ich sehe dich. Ach du. Thor, warum rufst du mich? Um dich zu fordern. Stell dich mir im Spottstreit. Okay. Ich nehme deine Herausforderung an und werde dich etwas in Sachen Demütigung lehren. Nun sprich, dass ich die Stärke deiner Überzeugungen hören möge. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner, willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Überheblicher Narr, Thor! Aus der Nähe erkennst du bestimmt keinen Neid! Ha! Genauso schwach wie erwartet! Ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht! Mich bewundern die Massen, vom Krieger zum Knecht! Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott! Ich bin klug und erfahren, du törichter Gott! Du hattest Glück. Ja. Folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. Wenn ich abtrete, verspreche ich, folgst du mir ins Grab. Nicht dein bestes Werk, Allvater. Ha! Ich habe den Poetenprinzen besiegt. Komm gerne zurück, wenn du noch ein Zungengefecht wünschst. Ha! Shit. Ja, machen wir nochmal, komm. Du kommst zurückgekrochen, was? Ich werde spotten und gewinnen. Das war nicht meine beste Leistung. Nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner, willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Gib nur Acht, was du dir wünschst. Ich gewinne den Streit. Nicht schlecht, alter Mann. Mhm. Ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht. Mich bewundern die Massen, vom Krieger zum Knecht. Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott. Ich bin klug und erfahren, du törichter Gott. Du hattest Glück. Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Ja, besser als ich dachte. Beschreib mir den Geschmack der Niederlage, Thor. Ich kenne ihn nicht. Dieser kleine Rückschlag spornt mich nur an, noch besser und stärker zu werden. Ich kehre zurück und vernichte dich mit gekonntem Spott. Gut, mach das gerne. Ja, da haben wir den besiegt, den Thor. Alles klar. Als nächstes hätten wir, glaube ich, den nächsten Kontinent, oder? Jo. Ich würde mal sagen, wir machen den hier. Und deswegen geht's mal dahin. Springen. Gut, dann gehst halt du ins Wasser, mein Freund.
Oh, oh. Die mögen mich noch immer nicht. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Bring die Sau zu Fall! Sorry für die Leute, die jetzt nichts sehen. Oder was bist denn du für einer? Ey. Wo ist die Fratze da oben? Oh Mann. Wie viel gibt es noch von euch hier? Ach, und die lassen auch nichts fallen. Okay, alles klar. Na gut, wir haben hier ein Rätsel. Was ist mit diesem Vieh? Wo ist der hin? Die Augen offen halten. Hey! Du wirst wohl! Wirst du blutig den Schlägen aus? So, wo ist das Vieh? Flieg, Freundin. Ist das der? Oder ist das meiner? Oh Gott, wie viele sind denn noch hier? Ruhm dem Arschvater! Deck mir den Rücken! Alter, ist das euer Ernst? So, Problem gelöst. Wo ist das Vieh hin? Drin nicht, hä? Ach, da ist er. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Okay. Wo bringst du mich denn hin? Da ist Dunnea, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Gut. Moment. Erbärmlich. Das, was du machst, ist erbärmlich. Wo sind die hin? Oh, verdammt. Wo sind die? Hallo, wo seid ihr? Nein. Lasst mich meine Quest machen. Schwitzt und schlafen, Feuer! Ja.
Ich will die Quest machen. Da kommen schon wieder welche. Ach, und du machst jetzt nichts, weil da hinten die blöde Kuh nicht mehr steht, oder was? Oh Mann, das hier wird eine Quest, die wird interessant. Ach, da steht's ja. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Wo ist er hin? Ich folge dem Tier jetzt. Wenn ihr kommt. Ja, komm! Da ist Dunheer, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Was willst du da hinten? Also ich laufe jetzt hinterher. Wenn ihr kommt. Ah, das feige Aas will sich davon stehlen. Habe ich nicht nötig. So, wo bringt ihr mich hin? Auch Durathor, hat ein Unglück den Lebensbaum getroffen, oder ist dies nur eine Versammlung der heiligen Herde? Oh, da ist noch einer. Selbst Valen erhob sich aus seinem Schlummer. Ist dieser Freigang ein Ausdruck von Freude oder Furcht? Naja, das werden wir sehen. Zu dem Baum da drüben werden wir wohl nie kommen, oder? Also die Landschaft ist schön. Und schließlich Egtyrnir, dessen Geweih die Flüsse Seed und Wied entspringen. Das war also der Grund ihres Ausflugs. Eine Gabe an ihren Hüter. Aha, schön. Danke, edle Hirsche. Ich werde dieses Geschenk ehren und euer standhafter Beschützer bleiben. Cool.